Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Gerald Lemke und ich bin dein persönlicher Digitalprofessor in allen Fragen der Digitalisierung, Wirtschaft, Gesellschaft und in der Bildung. Ja, heute das Thema disruptive Geschäftsmodelle und warum dieses Thema jetzt, ist eigentlich ja ein alter Hut, nicht wahr? Also was ist eigentlich Disruption, was sind Geschäftsmodelle und was sind disruptive Geschäftsmodelle? Was gibt es denn für alternative oder komplementäre, / ergänzende Geschäftsmodelle für meine vielleicht sogar industriell geprägte analoge Wirtschaft? Und so einfach kann man das nicht erklären, dafür muss man erstmal einiges wissen. Was man wissen muss, ist, dass Disruption zunächst erstmal auch nicht ausschließlich etwas mit Geschäftsmodellen zu tun hat, sondern, das zeigen alle aktuellen Studien der letzten 5 Jahre, die Digitalisierung sich auf 3 Säulen bewegt. Und diese erste Säule, das ist die Prozesssäule. Da beschäftigen wir uns in Unternehmen mit Disruption in der Prozessoptimierung, also Verschlankung oder überhaupt Prozessinitiative. Die zweite Säule ist die bekannteste Säule. Das nutzen nahezu alle Unternehmen, rund 86% mit den letzten Zahlen in Deutschland. Das ist nämlich die Frage, wie kann ich jetzt Digitalisierung und vor allem digitale Medien in Marketing und Vertrieb einsetzen? Das ist nahezu in allen Unternehmen virulent und auch nachvollziehbar. Das haben nahezu alle verstanden. Und das dritte ist sind die digitalen bzw. disruptiven Geschäftsmodelle. Und das haben noch nicht sehr viele verstanden. Während es bei den Prozessen ungefähr so 2/3, 75% sind, bei Marketingvertrieb rund 86% sind es bei den digitalen und disruptiven Geschäftsmodellen lediglich zwischen 13-15% der Unternehmen, die überhaupt auch nur ansatzweise eine Idee darüber haben bzw. sich damit beschäftigen, wie sie eigentlich ein disruptives / digitales Geschäftsmodell entwickeln können. Also ist es auch ein Thema, das zeigen mir jedenfalls die Daten, dass sich sehr viele Unternehmen jetzt ad hoc und sehr vielleicht auch aktionistisch, weil das Überleben vielleicht auch der Unternehmung an diesem seidenen Pandemiefaden hängt, sich damit beschäftigen müssen. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Also was kann man dir weitergeben, wenn du dich damit beschäftigen musst? Das erste ist, vermeide Aktionismus. Mach jetzt nicht irgendwie digitales Zeugs, vor allem auch nichts Digitales, von dem du vielleicht gar keine Ahnung hast. Heißt, wenn du jetzt meinst, du müsstest jetzt deine Produkte über Social Media vertreiben und warst da aber noch nie aktiv, dann lass es auch jetzt sein. Denn da sind einfach Akteure und Creator in den sozialen Netzwerken unterwegs, die buttern dich einfach unter, beziehungsweise der Algorithmus des sozialen Netzwerkes präferiert natürlich jene, die da schon lange dabei sind und auch Follower-Interaktionszahlen erreicht haben. Mit Newcomern tun sie sich da schwer, da wirst du keine Resonanz und auch keinen Erfolg heute mehr erzielen. Das zweite ist, schau dir doch einfach mal andere Geschäftsmodelle an. Also beispielsweise jene, die vielleicht sogar aus dem Silicon Valley kommen, aber nicht nur Silicon Valley, das sehe ich auch durchaus kritisch, was da passiert. Aber schau dir mal so die Geschäftsmodelle an von Uber, schau sie dir auch von Facebook an, schau sie dir auch von der Google-Suchmaschine beispielsweise an, also die ganz, ganz großen. Da gibt es ganz viele Veröffentlichungen und wenn du dir da welche raussuchst aus dem Google-Netzwerk und ich dir jetzt die auch zusammenfassend kurz darlege, dann wirst du darin erkennen und lernen können, dass die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen umso schwieriger ist, je mehr du es auf ein vorhandenes Geschäftsmodell ansetzen willst. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise Maschinen im Zuliefererbereich baust, dann kannst du jetzt nicht irgendwie etwas digitalisieren. Dann wirst du vermutlich nur Prozesse optimieren, mit denen du aber vielleicht ein paar Euro Kosten sparst, aber kein Geschäftsmodell für die Zukunft entwickeln wirst. Diese Beispiele wirst du sehen, das kann ich dir vorweg so an die Hand geben. Und was kannst du noch aus diesen Beispielen lernen? Dass das Denken in Daten bei disruptiven Geschäftsmodellen das absolute A und O ist. Ja? Also du musst Daten sammeln, bis der Arzt kommt. Und je früher du anfängst, umso besser.
und du musst Daten strukturieren und dann interpretieren, also das, was man aus dem Informationsmanagement eh schon seit 100 Jahren tut, aber das viel konsequenter mit einer Zielrichtung. Also was willst du mit diesen Daten tatsächlich machen? Die meisten wollen natürlich verkaufen. Ja, damit kannst du schon ein bisschen was machen, wenn du so ein paar Daten hast, aber im Kern geht es doch letztendlich darum, dein Geschäft weiterzuentwickeln. Also nutze diese Daten, um in Kontakt und Interaktion mit deiner Kundschaft zu kommen, mit deiner aktuellen Kundschaft oder vielleicht auch mit neuen, oder spreche einfach neue Leute an, mit denen du über mögliche Ideen der Erweiterung, vielleicht sogar der Neuentwicklung deines Geschäftes sprechen kannst. Ich freue mich auf dich und auf deinen Case. Ich habe schon über 1000 Projekte supported in diesem Themengebiet der letzten 25 Jahre und ich bin mir sicher, da kommt mir vielleicht eine Idee. Okay, also bleib munter und erfolgreich. Ciao.